Hallo YouTube, hallo Mitspieler, herzlich willkommen zurück bei Nick Frei zockt F1 2012 und wir haben Glück, es ist ein sonniges Rennen. Und ja, Werte 15 oder besser können wir glatt vergessen. Wir versuchen so weit nach vorne zu kommen, wie es nur geht, denn wir haben ein Trockensetup. Ja, alles benutzerdefiniert, alles noch eingestellt, wie es ist. So, ich würde sagen, wir starten mit der weicheren Mischung und die ist ja hoffentlich nagelneu. Und deshalb können wir dann hier, mal gucken, dass wir mit der 7 Runden durchfahren und dann erst auf die härtere gehen. Rennstrategie machen wir natürlich normal. Wir werden natürlich so lang draußen bleiben mit den weichen Reifen, wie die das zulassen. Und vielleicht auch die ein oder andere Runde länger. Ansonsten würde ich sagen, gehen wir mal rein ins Rennen. Und jetzt heißt es hoffen, Daumen drücken, dass alles gut geht. Denn wir haben ein Trockensetup mit Trockenreifen auf einer trockenen Rennstrecke und ich hoffe, die anderen, die haben sich ein bisschen mehr ans Wetter angepasst. Nicht, dass es heißt, ich war unfähig im Nassen zu fahren. Tja, da stehen sie alle. Wir stehen ziemlich hinten. Wieso steht keiner mehr hinter uns? Ui! Freunde, was macht denn ihr hier für Aktionen? Ja, hier geht's bitterbös zur Sache. Ich versuche hier meinen Weg zwischen einem. Ja, meinen Weg zu finden zwischen den ganzen Autos hier. Ist noch alles ganz. Ja, sei nicht so aggressiv, ich muss nach vorne, Freunde. Also wie das hier gut gehen soll mit so vielen Autos in der Kurve, fraglich. So, Schumacher bleibt innen. Uah! Nein, 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 nein. Bitte keine Strafe, bitte keine Strafe. Haben die am Strafensystem was verändert? So, wir müssen aufschließen. Vorne zu Ricciardo, der ist auf Platz 11. Wir wollen in die Punkte, auf jeden Fall. Hier eine Aufholjagd starten. Wie gesagt, Trockensetup, Trockenreifen, neue Trockenreifen, nagelneue Trockenreifen, da muss was gehen. Du liegst knapp vor Maldonado. Ui, beinahe einen Abflug gemacht hier. Wir müssen nicht pushen, bis der Arzt kommt. Wir müssen versuchen, dass wir hier auf der Strecke bleiben. Gute Zeiten fahren, Linie fahren. Dann kommen wir automatisch nach vorne. Weil wir dann automatisch schnell fahren. Tja, schön. Ist die große Frage, wo ist die DRS-Zone? Ich habe mich ja vorher gut informiert hier.
Tempo ist gut. Push weiter. Ja, hinter einem Herfahren ist immer schlecht in so schnellen Kurven. Und weil man da doch einiges an Abtrieb verliert. So, da haben wir DRS offen, haben Cars verwendet, sind im Limiter. Haben zumindest mal Ricciardo geholt, sind jetzt auf Platz 11. Zwei Runden können wir hiermit gehen. Leicht verbremst. Hui. Tja, da ist ein Massa sehr breit. Überhole ihn, überhole ihn. Ich versuche jetzt mal hier über Linie wieder ranzukommen. Boah, habe ich den berührt? Voll durchs Gemüse gefahren, das war nix. Aber ich darf hier DRS benutzen, darf Curse benutzen. Tja, wäre ich nicht durchs Gemüse gefahren, hätte ich ihn gehabt, vermutlich. Da im Verkehr steckend brauche ich nicht die maximale Leistung. Ricciardo ist nah rangekommen. Da hinten hat es gescheppert. Zwischen Ricciardo und Maldonado, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Ja, musste ich jetzt ein bisschen früher bremsen. Von der Linie runter ist nicht gut. Ach nö. Ich dachte Sonne. Nicht schon wieder so ein Regentrama. Ich hasse Regen. Ja, mit dem Setup im Regen, das kann man vergessen.
Puh. Puh. Ah, nein. Ah. Ja, da habe ich gedacht, ich hätte ein Mazar und dann kontert der Mazar da so und jetzt. Puh. Ich bin froh, dass die irgendwas am Strahlensystem geändert haben, weil. Boah, Mazar, Vater, bremst. Hilfe! Hilfe! Ja, ich glaube, ich muss rein. Die Reifen halten ja gar nichts mehr. Ich glaube, die habe ich etwas überfordert. Also ich rutsche gut gerade. Deshalb nutzen wir jetzt die Gelegenheit und fahren hier rein. Mazar tut das auch und jetzt wird es interessant, weil harte Reifen. Der Himmel sieht gar nicht aus, als ob Regen kommen würde. Das ist alles sonnig irgendwie. So, ich bin vor Mazar geblieben, hab die harten Reifen drauf. Wir liegen auf Platz 10 vor uns ist Hülkenberg. Die Reifen sind natürlich jetzt erstmal kalt, vermute ich. Und so viel Grip wie die weiche Mischung bieten sie auch nicht. Ja, und, oh nein. Ja, Mazar freut sich. Lieber Jolly, entweder sind die echt eisekalt, die Räder hier. Kommt auf Temperatur, bitte. Also die abgefahrenen weichen Reifen, die hatten irgendwie mehr Grip wie die kalten, harten Reifen. Und ich hoffe, dass sich das jetzt ein bisschen ändert. So, die Reifen sind warm. Für eine Runde haben wir noch Sprit über. In der Kurve, verdammt nochmal, wenn ich da mal die Linie treffen würde. Von welcher Wolke denn, bitteschön? Leichter Regen werden Intermediates. Boah, ich lenke voll ein, die Karre fährt einfach geradeaus weiter. Wenn es wirklich Regen gibt, dann haben wir verloren. Dann hoffe ich, dass die Strecke lange braucht, bis es nass ist.
Okay, das war mal annehmbar. Keine Ahnung, was das jetzt wieder war. Ich trete auf die Bremse und ja, lass die Bremse los und das Auto geht hinten rum. Ja, hier auch. Eigentlich ganz langsam in die Kurve, trotzdem nach draußen auf die Curbs gedriftet. Vorne fighten sie. Massa gegen Hamilton. Das ist meine Chance. Ja, das war wieder nix. Versuche ich doch, Chef, aber solange die kämpfen, habe ich auch gute Chancen ranzukommen. Da muss ich gar nicht alles geben. Außerdem muss ich mal anfangen, Sprit zu sparen, bevor ich dann richtig Sprit sparen muss. Gut, das war die falsche Linie. So solltet ihr es nicht machen zu Hause, würden sie jetzt bei NTV sagen. Bitte nicht nachmachen. So, und die sind im Fight. Und ich komme ran. Und das ist super. Bin ich eine Sekunde hinter denen? Nein. Noch nicht. Nächste Runde. Bitte fightet, fightet, fightet. Das kostet euch viel Zeit, wenn ihr fightet. Ja, wir haben Runde 12. Ich sehe keinen Regen. Ich mag aber, dass meine Reifen rutschig werden. Das ist Massa. Schnapp ihn dir. Ach. Nur erzähl mir was Neues. Ja, super. Der Wetterbericht sagt leichten Regen in etwa 5 Minuten voraus. Du bist in Sektor 1 schneller als dein Vordermann. Nutz das aus und geh vorbei. Du fährst jetzt in deiner verwirbelten Luft. Dadurch hast du weniger Abtrieb auf der Vorderachse. Ja, mag ich. So. Jetzt wird aus dem Zweikampf ein Dreikampf. Und das hält mich jetzt auf. Ein Ford India ist jetzt vor dir.
Oh, Backe, 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 Backe. Uah. Habe ich die Kurve echt gekriegt? Deine Leistung ist richtig gut. Du bist 5 Plätze besser als unsere Wunschposition. Ja, eigentlich muss jetzt noch Regen kommen, sonst wird das Ergebnis ja zu gut sein. Und dann würde ich ja mal richtig Leistung abgeliefert haben. Das wäre ja schon fast zu schön. Gut, einer von den beiden da hinten, der darf E-Curse nutzen, aber die fighten ja gegeneinander. Und ich habe mich schön schon nach vorne abgesetzt und kann hier in aller Gemütlichkeit meine Linie fahren. Die nicht die beste sein muss. Puh. Da bin ich happy, dass das eben nicht gekracht hat. Ja, ich sag mal, solange die da hinten kämpfen, habe ich natürlich hier vorne schön fahren. Weil die halten sich ein bisschen auf. Das war ja auch der Grund, warum ich gut rankam. Und das ist auch der Grund, warum ich da vorbei muss. Weil wenn die sich da aufhalten, dann bedeutet das ja nichts anderes wie, die halten dich mit auf, wenn du hinten dran bist, ne? Und die fighten wirklich jeder Kurve. Was sie in den Kurven natürlich langsamer macht, wie ich da durchfahren kann. So. Wir haben nur noch ein paar Runden, um den Kerl noch zu überholen. Wenn du also noch vorbeikommst, Puch. Dann mach es bald. Ich glaube nicht, dass wir die noch überholen. Es sei denn, obwohl, wir haben noch ein paar Runden. Wenn die im Fight kommen, also wenn die da vorne kämpfen, dann haben wir noch Chancen. Und ich bin froh, wenn wir hier den Hobel los sind. Irgendwann mal und dann das Auto schneller wird. Oh, jetzt kommt Regen. Dann müssen wir uns eilen. Jetzt werden die auch noch aufgehalten da vorne. Also ich glaube nicht, dass einer von denen noch reinkommt, Reifen wechseln. Sondern ich glaube ganz ehrlich, die fahren alle durch mit den harten Reifen. Huhuhu. Ja, sorry, da ich ein bisschen leise bin. Ich muss mich echt konzentrieren, wenn ich hier einigermaßen auf der Strecke bleiben will zurzeit. Und wenn ich vor allem so pushe, da ich da vorne rankomme an die. Wenn ich jetzt großartig Romane erzähle, dann fliege ich ab. Zumindest auf dem Kurs hier. So, und wir sind ran an dem Kampf. An der Kampftruppe hier vorne. Das heißt, wir können auf Startziel, wenn alles gut geht, DRS öffnen. Das machen wir.
Und ab geht er. Ich habe momentan die meiste Angst vorm Wetter, sage ich euch ganz ehrlich. Wenn das stärker wird, dann haben wir gelost. Aber es ist die letzte Runde. Oh, kacke, 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 kacke. Hinter uns ist Mazan, wartet nur auf so einen Fahrfehler. Puh. Naja, ich sag's mal so, wir nehmen, was wir kriegen. Hier gibt's Punkte. Auf dem Platz, den wollen wir nicht noch verlieren. Ja, und da ist es passiert. Letzter Angriffsversuch ist damit gescheitert. Und damit werden wir Neunter und ich finde, das ist ein gutes Ergebnis und da können wir schon mal nach innen gehen, ein bisschen feiern und auch die Faust heben. Weil 15. hätten wir werden sollen, Teamkollege ist 12. Wir sind von fast ganz hinten mit dem richtigen Setup und der richtigen Strategie, sag ich mal, bis nach da vorne gefahren. War jetzt ein harter Kampf, puh. Aber ich war wieder 1,5 Sekunden schneller wie mein Teamkollege in der schnellsten Runde und keine Ahnung, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Webber gewinnt vor Alonso, vor Kobayashi, vor Button, vor Raikön, vor Paris, vor Nick Frey, vor Massa, vor Hülkenberg, vor Ricciardo, vor Maldonado, vor Senna. Dann geht's hier unten weiter mit Schumacher, Paul Di Resta, Romain Grosjean, Sebastian Vettel. Ja, irgendwas war da mit dem Vettel. Also, keine Ahnung, der hat sich schlecht qualifiziert, glaube ich. Nee, obwohl, der war 7. Der war besser wie wir. Keine Ahnung. Also irgendwie hat der da was... Keine Ahnung. Habe ich nichts mitgekriegt, was dem passiert ist. Dann Glock, Kovalainen, Piccadella, Rosa, Kartikian und Petrov. Und so sieht dann die WM aus. Wo sind wir denn? Nick Frey, Position 8. 27 Punkte. Tja, und 17, das ist unser Teamkollege. Soweit, so gut. Mal gucken, ob noch ein Video kommt. Man gratuliert uns, wir klatschen ab. Das ist eine super Sache. Ich bin tratschnass geschwitzt. Ich bin total im Eimer, Freunde. Also Training, Qualifying und Rennen, alles nacheinander. Aber hätte ich das nicht gemacht, alles nacheinander, muss ich euch ganz ehrlich sagen, wäre das Rennen total in die Hose gegangen. Ich hätte die Streckenlinie alles wieder vergessen. Dann hätte das gar nicht mehr funktioniert. So, Nick Frey kann heute in Catalunya vor Toro Rosso Kollege ins Ziel. Ja. So, Hamilton fährt zum Sieg. Reifenproblem beseitigt. Das kommt aber auch wirklich nach jedem Rennen Reifenproblem beseitigt. Ich glaube, das hat irgendwas mit den Patches zu tun. Jetzt mal, wenn ich einen Patch runterlade, habe ich hinterher die Meldung. So, dann sind wir schon in Rang 4. Gut, Punkte pro Rennen 5,4. Naja gut, das ist natürlich sehr fragwürdig, ob das stimmt. Gut, dann schauen wir mal die Mails an. Teaminternes Duell läuft gut. Momentan habe ich die Nase vorne. Im nächsten Rennen, das ist Monaco, ach du lieber Schreck. Und dann noch das Training im Nassen. Das Qualifying bewölkt mit Sonne und Sonntagswolken. Puh. Gut, dann geht's weiter. Reifenprobleme, was? Verschleiß behoben, ja, wie auch immer. Okay, Qualifying-Rundenzeit 1.38.986. Die Pole-Position waren 1.35.849. Das heißt, so arg schlecht waren wir da gar nicht, dafür, dass wir ein Trockensetup im Nassen gefahren sind. Lewis Hamilton, hatte die Pole-Position. Meine schnellste Rundenzeit war 1.29.004 und die schnellste Rundenzeit im Rennen war auch 1.29.004. Das heißt also, ich war richtig flott unterwegs. Eigentlich schon fast zu flott für ein Toro Rosso. Gut, hier liegen wir mittlerweile mit 4:1 vorne. Wir haben ihn dreimal übertroffen.
Also wir haben ihn dreimal übertroffen, er uns nur zweimal. Wir haben eine Podiumsplatzierung, er keine. Wir haben zweimal das Qualifying-Duell gewonnen, er dreimal. Okay. Wir haben viermal die schnellste Runde, er nur einmal. Wir haben 27 WM-Punkte, er nur zwei. Dumm gelaufen, mehr sage ich nicht. Aber jetzt muss ich dann doch mal reingucken hier. Da war ein Regenrennen angesagt und dann war es im Trocknen. Es war ein wolkig, sonniges Wetter angesagt im Training, im Qualifying Regen, das hatten wir auch. Und im Rennen war auch Regen vorhergesagt, aber das war trocken. Wir sind eigentlich fast die ganze Zeit nur mit Trockenreifen gefahren. Hätte ich da gewartet auf die, wie die wieder gesagt haben, ne, es regnet bald leicht und wäre da reingekommen und hätte gesagt, ich warte mit den weichen Reifen, dann wäre das völlig in die Hose gegangen. Gut, ich will nicht so lang schnacken, der Part ist wahrscheinlich eh schon ewig lang, weil Rennen natürlich eine halbe Stunde dauern. Ich bedanke mich, dass ihr mir zugeschaut habt, dass ihr hier reingeklickt habt. Schaltet das nächste Mal oder klickt das nächste Mal wieder rein, wenn es heißt Nick Frei zockt F1 2012. Und ansonsten noch viel Spaß auf YouTube, viel Spaß mit meinen anderen Videos. Macht's gut, bye bye.